So, Fosse-Durum ist die nächste Station und herzlich willkommen in Monaco. Rennen Nummer 7 steht heute an. Ja, vielleicht schaffen wir es irgendwie heute noch ein paar Pünktchen mitzunehmen. Ich glaube zwar nicht dran, aber wer weiß, was drin ist. Ja, jetzt kommen die zwei. Oh, Sponsoren erneuern. Jetzt kommen zwei neue, beziehungsweise zwei Strecken, die mir nicht gefallen. Nämlich mit Monaco und mit Baku. Hey Boss, ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Genau, wie geht's im Rennwochenende Reifen vom Ausgehen? Ja, bitte neues Getriebe rein. Sechste Rennen, siebte Rennen. Nach sechs Rennen dürfen die neuen Getriebe gemacht werden. Und wir setzen uns dann unser neues Getriebe ins Auto. Und wie gesagt, Monaco steht als nächstes an. Heute mit dem ersten freien Training. Ja, schauen wir mal, wie es wird, ob es wird, wie gut es ist. Naja. Ah, super. Ist es auch noch im Regen, im Re Rennen im Regen. Ja, geil. Da freust du dich natürlich drauf. Gut, dann gehen wir rein in das Wochenende. Ich freue mich am Sonntag, wie weiter wird es im Regen stattfinden. Das nächste schwierige Rennen. Nirgendwo ist ein Stadtplatz oder ein guter Stadtplatz so wichtig wie hier. Oder fast nirgendwo. Marco kriegt es vielleicht noch ein bisschen ausgeglichen, aber hier in Monaco ist es überholt sowas von unmöglich. Steht man einmal hinten, dann hat man fast keine Chance. Also müssen wir zwangsläufig schon irgendwo in Richtung 11, 12, 9, 10, so irgendwie so ein Dreh rum stehen. Ansonsten wird das sehr schwierig hier zu überholen. Vor allem jemanden Punkt zu sammeln, der sehr wichtig wird sein kann in der Saison. Ja, das ist Monaco und der Hafen, der schöne. Einfach wird es definitiv nicht zur Grand Prix. Ihr seid vor allem nie, wie soll vor allem, wenn es am Sonntag auch noch regnen wird. Naja. Chat with Carl about the new parts, and we're happy that they've been integrated into the car. Okay, with any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Monaco habe ich ja Gott sei Dank schon. Let's get a few laps under our belt. Monaco habe ich ja schon Gott sei Dank Setup drin. Heute Abend großer Preis von Spanien. Vielleicht endlich mal diese Punkteausbeute weg. Diese null Punkte, die eigentlich schon seit Ewigkeiten bei mir irgendwo stehen. Sowohl in der Samstags- als auch in der Sonntagsliga. Sowohl in der Freitags- als auch in der Sonntagsliga. Die müssen dann nicht mal ein bisschen ausgebaut werden. Wird am Sonntag verdammt schwierig werden, weil ich durch den Crash da. Ja, ist klar. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. In Monaco sollte ich ein bisschen mich konzentrieren. Bisschen Quatsch am Sonntag. Eine 30 Sekunden Strafe bekommen habe und in den USA sowieso nicht meine Strecke. Deswegen würde am Sonntag wahrscheinlich, wenn wir nicht nur 10 ins Ziel kommen, keine Möglichkeit sein, irgendwie einen Punkt zu holen. Na gut, konzentrieren wir uns mal auf das nächste Rennen hier in Monaco. Hier das erste freie Training. Den ersten Flügel haben wir und damit habe ich euch gezeigt, dass es schon sehr, sehr leicht ist. Hier, also sich irgendwas kaputt zu fahren. Ich hoffe zumindest, dass es passt. So. Okay,
alle Sachen hoch, auf geht's. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, ein paar Fakten zu Monaco. Wie gesagt, hier werden im Rennen am Sonntag 29 Runden gefahren. 29 oder 19, jeweils jetzt 78 Runden dann am Ende. Damit gehe ich weiter aus, dass es Einfach mal. Und ja, die Kurse sind einer der schwierigsten. Die Konzentration muss sehr hoch gehalten werden. 19 Runden sind dann im Rennen. Hier im Hafen. Ja, Nelke hat sich in der letzten Saison Max Verstappen ziemlich böse weggehauen. Weil er da ein bisschen über den Kopf gegangen ist. Ich erwarte sowieso nichts. Das ist merkwürdig, aber warum? Da nicht. Damals im Williams habe ich das Rennen hier aus auch gewonnen. Da wird wohl dann ja weniger, aber. Jetzt ist mal die erste Rundenzeit als 18. So, jetzt gehe ich mal in die Box, weil der Flügel ist eher am Arsch. So, mein Schuh von der Koffeinhalte Limonade ruhig sich schlucken oder nehmen. So, gehen wir Fliegerrunde, weil die Ausfahrrunde haben wir ja schon gesehen. So, wir starten mit Beginn quasi des Hafens. Der Hafenschikane. Also eine Reite eigentlich ist es Schwimmbad? Schwimmbad heißt es, ne? Die Kurve hier. Ja, dann auf. Dann wollen wir mal. Okay, die sind alle fast schneller als wir, auch der Russell. Das ist natürlich. Oh, diese scheiß Wand, ne? Da sagt mein Auto, komm, die Wand musst du auf jeden Fall mitnehmen. Die Flügelschaden kriegst du regelmäßig. Ja. So wird das nicht zu damit punkten. Voll schneller als wir. Kimi ist hinter uns. Fahrer vor mir. Also 3 Sekunden. Kriege ich ja nie rausgezogen. Eine halbe Sekunde wäre nochmal gut gegangen. Die Lebenskurve, die schwerste Kurve oder die engste Kurve überhaupt. Das hat Kimi hinter uns. Die DA ist da.
So, dann haben wir das erste freie Training schon durch. Der obligatorische Flügelschaden, den ich mir bis jetzt in jeder Runde zugezogen habe. We've had to spend time repairing the damage to the car. fährt der schnellste. Und ich fahre hier 17,7. Ich habe gerade keine gute Hoffnung für dieses Rennwochenende. Ich glaube, ich werde die KI ein bisschen runterstellen, weil jetzt ewig hinterher zu fahren macht jetzt auch keinen Spaß. So. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Hamilton und Sebastian Vettel. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Platz 22, wenn du ruhig von fast über einer halben Sekunde. Ist natürlich ein bisschen too much für uns. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? So. Klasse, das war dann alles. So. Ich habe so noch auf 82, weil ja, das passt so von der Karriere. So. Auf geht's, Training Nummer 2. Und wir auf die fliegende Runde. So. Auf geht's. Konzentrieren jetzt gerade unten im Hafen. Ja, das ist natürlich klar. Da war ich einfach viel zu schnell. Obligatorischer Flügelschaden.
Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. In der Runde fahre ich mir kaputt und fahre ich mir Flügel. Schon eine halbe Sekunde verloren, aber nur wegen dem Flugschaden. So, erster Gang rum. Und der nächste direkt hinterher. So, zurück in die Garage, Flüge, Auto abstellen, Feierabend machen. Fürs Q2, ich fahre irgendwie nur 3 Runden. Set us back a little. Gucken, was am Ende rauskommt. Hier, der Williams immer noch, ne? Ich komme nicht da hinten weg. Ja, ich habe das wirklich gefühlt, dass der letzte Platz für uns reserviert ist, dieses Rennwochenende. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie. Brauche ich nicht. Könnt ihr euch selber angucken. Ja, es ist leicht Frust gerade da, weil ich hatte ein bisschen mehr erhofft. Irgendwie passt das heute gar nicht. Irgendwie fahre ich mir jede Runde den Flügel an. Ich habe jetzt 4, 5 Versuche oder 6 Versuche gefahren und habe alle jede Runde mir einen Flügelschaden kaputt geholt. Aber naja, das ist halt Monaco, ne? Nächste Woche mit Baku geht es noch direkt weiter. Und dann geht es nach Kanada und Frankreich. So, nächste Rennen. Ja, nächste Session ist das dritte freie Training an diesem Freitag. So. Gut, ich melde mich gleich zurück. Ich muss mir meinen Sitz kurz an der Seite stellen. Standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session.
Just gonna warn you now, Lowe's hairpin is not an overtaking opportunity. Unless you're leading, you're probably gonna be tempted to try up the inside on lap one. That's a good way to lose a wing. You can barely get a car around there single file, so don't cause an accident there, okay? So, da bin ich wieder. Und weiter geht's mit dem dritten freien Training aus Monaco. Ich hoffe, dass das jetzt wieder alles ein bisschen was besser wird. Kimi jetzt 15-1. Ja, genau, scheint das der 22. Platz für uns einfach zu reserviert zu sein. Momentan kommen wir da hinten nicht raus. Mein Gott, ey. Diese scheiß Flügel jedes Mal, wenn er da nicht allerdings. Da wollte der nicht. Das war jetzt nur die Absicht, dass ich den in die Wand gelegt habe. So. Null ist toll. Ich komme gerade nicht so weg. Ne? Dazwischen über dieses Quersteher, das kostet so Zeit. P3, aber das wird nur eine Zwischenaufnahme sein. Für Zeit, Science. Reicht nicht, um mal ganz hinten wegzukommen. Aber zumindest ein bisschen näher ran. Gerade eineinhalb Sekunden ist ein sehr großer Abstand. Und das reicht mal von ganz hinten da wegzukommen, um so nach vorne zu springen. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Raikkonen ahead, their best lap time is a 1 minute 15.1.
So. Für ganz hinten reicht es. Weiter vorne reicht es nicht. Da habe ich jetzt immer nur 400 zur Zerei können. Aber wenn ich ehrlich bin, Raikön ist auch nicht unser primäres Ziel. Das heißt erstmal der Teamkollege und die Williams. Momentan wären wir auf 19. Das heißt, wir wären mal weg von ganz hinten. Mit 15,5. Knapp dran an den Alpha und an Gasly. Also das ist zumindest mal ein Sprung nach vorne. Ja, 19, das ist in Ordnung. An den Haas kommen wir nicht rein. 14,8, das ist. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Vettel und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was uns strecken bezüglich des Qualifyings morgen. Naja. Gut, das war das freie Training. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, dann mit dem Qualifying. Und dann hoffen wir mal, das war das Ergebnis, was so das dritte freie Training gerade gebracht hat. Rang 19. Ich denke, viel mehr wird nicht drin sein. Das können wir versuchen zu bestätigen. Wenn wir 17 oder 18 werden, die Punkte werden wahrscheinlich nicht in dieser ersten Saison gehen. Punkt. Ende. Aus. Brauchen wir nicht drüber reden. Da müssen wir gucken, wie wir dann in der zweiten Saison weiterarbeiten. Oder ob es ein anderes Team unter Vertrag nimmt. Schauen wir mal. Wir sehen uns wieder morgen zum Qualifying. Bis dahin. Tschüss.